schon bin. Es ist, als sei der Altmeister des Rock auferstanden, Joe Cocker. Es ist aber die Röhre von Andreas Kümmert. Vor dem Konzert treffen wir ihn backstage und er greift zur Gitarre und erzählt, warum er damals sagte, Wien, nein danke. Es gab einfach einen Punkt an diesem Tag der Entscheidung, an dem ich gemerkt habe, das geht einfach nicht. So, das kann ich nicht machen, so, weil es mir gerade zu viel ist. Und deswegen habe ich diese Entscheidung aus dem Bauch raus getroffen, ob das jetzt den Leuten auf den Keks geht oder nicht, das ist mir egal, weil das ist einfach eine Entscheidung, die sie mir überlassen müssen. Heart of Stone, so heißt sein Contest-Titel und den spielt er auch im Bremen 1-Zelt. Voice of Germany war toll. Seine Entscheidung kann ich vielleicht sogar noch verstehen, dass er nicht beim ESC mitgemacht hat. Und hier finde ich es einfach super schön. Naja, er hat super Stimme. Er kann auch ganz hoch und ganz niedrig und ganz tief singen. Ich finde, wenn er bei dem Grand Prix gewesen wäre, hätte er gewonnen. Auf jeden Fall nicht 0 Punkte. Mir gibt die Musik im besten Fall Seelenfrieden. Ich kann mich dadurch ausdrücken und ja, halt einfach Kraft seit meiner Kindheit. Kümmert ist ohne Schlagzeuger unterwegs, doch als er den Bremer Trommler Oliver Spannut backstage trifft, bittet er ihn an Schlagzeug, ganz spontan. Wir haben uns kennengelernt hinten und Andreas fragte mich, ob ich mitmachen kann oder ob ich Bock hätte. Dann habe ich natürlich ja gesagt. Einfach so. Der war cool genug, das zu machen. Ich habe halt mich vorgestellt, bin großer Fan, ich liebe den Mann. Als ich das erste Mal Rocketman im Fernsehen gesehen habe, bei dieser Show da, da hatte ich Pipi in den Augen. Hammer. Macht es natürlich einfach mega Spaß. Und so ergibt das Ganze Sinn. Verschwitzt auf der Bühne, dicht an seinen Fans, so mag Andreas Kümmert das Geschäft, das er selbst bestimmen will.